Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt Assassin's Creed Revelation. Jawohl, ich habe gerade eben Assassin's Creed Brotherhood, habe ich gerade eben beendet. Die ganzen Teile, die sind auch noch auf der externen Festplatte, die müssen doch auch noch erst per Movie Maker gespeichert werden. Ja, so, es ist halt nicht so einfach. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wir sind im Hauptmenü, ne? Story-Modus? Ja, ich glaube ja. Das ist richtig. Mehr Spieler sind beim Offline-Modus? Ja, weil ich mit Internet nicht verbunden bin. Optionen? Ja, ich glaube, das ist wohl klar, was Optionen ist, ne? Extras? Was haben wir unter Extras? Inklusive Inhalte? Offline, okay. Und mitwirken. Alles klar. Ja, und zurück zu Windows. Gut, machen wir mit dem Story-Modus. Sitzung, ja. Nein, nicht Desmond, ich bin immer noch dem Martin, ne? Gut, akzeptieren und ich sag mal, bis gleich. Wir können ihn für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an, sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja. Unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk. Denen, die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool. Oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay, ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Oh, na dann, ich werde direkt schön so ins Spiel reingeschmissen. Die Steuerung ist genauso wie bei Brotherhood. Okay. Ignoriere mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier! Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an.
reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Wuhu, endlich kann ich auch mal wieder was sagen. Tja, dann würde ich mal sagen, rein in das Vergnügen. Ubisoft präsentiert. Ein Spiel von Ubisoft Montreal. Ubisoft NEK, oder wie auch immer das ausgeschrieben. Ubisoft Bukarest. Ubisoft Kiev. Ubisoft Massive. Ubisoft Quebec. Kenn ich nicht. Ubisoft Singapur. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Arkon. Sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung, oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes? Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten.
deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Ezio ist alt geworden, mein lieber Schwan, und weil das Intro ja jetzt so verdammt lange gedauert hat, werde ich die Aufnahme jetzt erstmal abbrechen und gleich wieder da sein. Also haltet ihr Ohren steif, bis dann, tschüss. Alles klar, es kann losgehen, das Let's Play von Assassin's Creed Brotherhood, sei schon Revelation. Gut. Nochmal richtig hinsetzen und let's go. Findet ihn, ihr Narren! Tötet den Bastard! Nein! Ah! Cool, Alter, ihr! Ein Wiedersehen mit Alter, ihr! Nicht fliehen! Ach, Ezio! Ich werde das Ganze rausreißen, das langsam an mich aufwettern! Auch nicht schlecht. Verdammter Sturm! Er könnte überall sein! Zum Teufel steht er hier rum! Macht euch nützlich! Genau, macht euch nützlich! Ihr Sauhunde! Na, besser als gar nichts, oder? Du kannst nicht fliehen! Schlag zu! Okay. Nein. Geil. Mitten ins Gesicht, ey, das tut weh. Gute Nacht. Und ab in die Höhe. Wo es denn noch höher geht. Nein, du sollst nicht da hoch. Alter, na. Nein, was mache ich? Wenn ich aus Versehen auf die Sprungtaste gekommen. Doch, jetzt muss ich auch noch mal gegen die kämpfen. Na, wer will als erstes? Oder?
So, das war Nummer 1. Hey, ich war mit dem noch nicht fertig, ja? Autsch. So. Und du? Gut. Nun gut, dann kenne ich ja jetzt mittlerweile den Weg. Geräusche hat Ezio aber immer noch drauf. Okay, folgen wir einfach mal Alter hier. Ach du meine Güte. Sehr nice. Ich bin schneller als Alter hier Schatten. Oh, nicht schlecht. So. Okay, dann laufen wir weiter vor. Da ist keine Mauer. Nein! Warum denn springen, wenn es doch so geht? Okay, Alter, jetzt sind wir hier oben. Was machen wir hier oben? Ja? Na kommen's her. Juhu, volle Synchronisation erreicht. Okay. Da geht's nicht lang. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier noch so... Oh, upsala, was habe ich denn gerade für Lags? Alter! Ich habe gerade voll die Lags. Okay. Mitten in die Fresse. Komm her. Genau so. Ja, wunderbar. Da kannst du dich auch ruhig an dem Schwert festhalten. Das bringt dir nichts. Kann man die Leute hier eigentlich noch durchsuchen? Jawohl. 15. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint edel.